den Bewegungen. Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Morrowind. Ja, wir Muzera begleiten ihn hier zur Bücherei von seinem Kumpel. Hatten in der letzten Folge eine... Ich danke dir. Ja, vielen Dank. Wir sollten hier nicht mehr abgelenkt werden. Damals sagte ich euch, ich würde euch von Nerevar-Kult erzählen, so dass ihr es Chaos berichten könnt. Und ich weiß nichts vom Kult des Sechsten Hauses, doch ich kann euch sagen, was ich weiß. Okay, dann fangen wir mal an. So, um den Nerevarine-Kult zu verstehen, müsst ihr die Geschichte der Aschländer verstehen. Nerevar ist für die Aschländer etwas anderes als für die Dunmer der Fürstenhäuser. Ihr solltet euch auch etwas über die Verfolgung der Nerevarine und die Hinterlassenschaft wissen, die der falsche Fleischgewordene hinterlässt. Denn der Nerevarine-Kult ist der Ausgangspunkt für den alten Streit zwischen den nomadischen Aschländern und den Häusern der Dunmer. Hier ist die Zusammenfassung für Chaos. Doch stellt nun eure Fragen. Okay, Geschichte der Aschländer. In der ersten Ära waren die nomadischen Aschländer und die sesshaften Dunmer-Clans sich sehr ähnlich. Doch nach dem ersten Rat und der Gründung der Fürstenhäuser wurden die Aschländer immer weiter in die ärmsten und abgelegensten Länder gezwungen. Nun erwarten die Nomadenstämme die prophezeite Wiederkehr von Nerevar, um ihre alten Rechte und religiösen Traditionen wieder aufleben zu lassen. Okay, Aschländer. Die Aschländer hassen das Haus Dunmer, das zu weich geworden ist und die traditionelle Ahnenverehrung zugunsten der Götter des Tribunals aufgegeben hat. Sie hassen außerdem die Fremden, die ihnen ihr Land gestohlen und sie zu Untertanen gemacht haben. Ein wiedergeborener Nerevar, der die Fremdländer vertreiben, die Anbetung der falschen Götter des Tribunals beenden und die reine traditionelle Lebensweise und den Glauben der Nomaden wiederherstellen würde, wäre bei den Aschländern ein hochverehrter Held. Okay, Fürstenhäuser. In heutiger Zeit wird Morrowind von 5 Fürstenhäusern regiert. Haus Khlalu, Haus Redoran, Haus Telvanni, Haus Induril und Haus Drees. Die Kultur der Fürstenhäuser findet ihre Wurzeln bei den Clans der Dunmer und wurde später durch das Kaiservolk beeinflusst. Die Kultur der Fürstenhäuser ist die einzige der ursprünglichen Dunmer-Kulturen in Morrowind. Die andere heimische Kultur, die Kultur der Aschländer, ist eine barbarische Nomadenkultur, welche kaum durch das Kaiservolk beeinflusst wurde. Okay, dann Verfolgung der Nerevarine. Der Tempel betrachtet die nerevarinische Prophezeiung als Ketzerei. Und sofern es das kaiserliche Gesetz nicht untersagt, werden Ketzer verhaftet und hingerichtet. Doch da der Nerevarine-Kult das Kaiserreich ablehnt, sieht dieses einfach weg, wenn der Tempel den Kult verfolgt. Die Aschländer hassen den Tempel, besonders die Ordinatoren, wegen ihres rücksichtslosen Vorgehens gegen die Nerevarine-Kult dahinher. Okay, falsche Fleischgewordene? In der Vergangenheit haben einige behauptet, der fleischgewordene Nerevar zu sein. Die letzte, die es behauptet, ist als Bergstein bekannt. Sie ist seit den letzten 30 Jahren in den Ödländern Legende. Der Tempel sagt, diese falschen Fleischgewordenen widerlegen die Prophezeiung, da sie ihm nichts verschwinden. Doch der mystische Nerevarine-Kult begrüßt diese Widersprüche und sieht das Auftauchen von falschen Fleischgewordenen als sicheren Beweis von Nerevars bevorstehender Wiedergeburt. Okay, was haben wir hier noch? Joshua seltene Bücher, Kult des Sechsten Hauses. Nerevarine. Als sich die Aschländer mit Nerevar in der Schlacht am Roten Berg vereinten, schwor auf seinen großen Ring ein Clan unter Mond und Stern, die Wege der Geister und die Rechte des Landes zu ehren. Doch nach dem Sieg erschlug ihn das machthungrige Tribunal. Als sie sich als Götter eingesetzt hatten, vergaßen das Tribunal und die Fürstenhäuser Nerevars Versprechungen. Die Aschländer sagen, Nerevar wird mit seinem Ring wiederkommen, die falschen Götter niederwerfen und seine Versprechen wahrmachen. Okay, Nerevarine-Kult. Ich habe euch einen Bericht für Chaos gegeben. Ihr könnt ihn gerne lesen. Kult des Sechsten Hauses fehlt noch. Ich habe noch nie von so etwas gehört. Das Haus Dagoth war das sechste Haus. Doch im Krieg des Ersten Rates betrug es die anderen Fürstenhäuser und wurde für diesen Verrat ausgelöscht. Doch ich habe nie davon gehört.
dass es angebetet wird. Dagoth Ur, der damalige Führer von Haus Dagoth, ist im Glauben des Tribunals das personifizierte Böse. Doch ich habe auch nie davon gehört, dass jemand ihn anbetet. Dagoth Ur ist auch ein Vulkan, oder nicht? Ich weiß, dass wir auf jeden Fall Dagoth Ur hier einmal betreten hatten. Wie ein Freund soll es sein. Wir hatten Dagoth Ur in Elder Scrolls Arena betreten gehabt. So, Trankmischerin, da wollen wir nicht rein. Wir müssen hier jetzt aber mal raus. Und jetzt ist es auch noch Nacht geworden. Super. Bis geheilt. Und 11 PM. Ja, machen wir mal. Machen wir mal 9. So, jetzt ist 8 Uhr. Wo geht's denn jetzt runter? Komm, wir gehen mal hier rum. Dann haben wir die Seite auch schon mal erkundet auf der Map. So, da vorne scheinen Läden zu sein. Ich würde sagen, wir gehen da auch noch einmal hin. Wenn wir hier die Brücke finden, die unten ist. Jetzt müssen wir irgendwie runterkommen. Kommen wir hier runter? Ich hoffe, hier kommen wir runter. Hier kommen wir runter. Ja, da müssen Händler sein. Ich hoffe, da gibt es auch irgendjemanden, der vernünftigere Waffen hat als wir, als das, was wir haben. Oder Ausrüstung zumindest, Rüstung. So, wie sieht es jetzt mit der Athletik aus? 51 haben wir jetzt. Bis wir das auf 100 kriegen, wird noch dauern. Komm, wir gehen mal hier rum. Wer ist denn das? Aren Maren. Um was geht es? Keine Ahnung, was es geht, aber ich will hier jetzt rein. Da bin ich jetzt gespannt, was es hier gibt. Ich hoffe, endlich mal ein Händler, der auch Waffen verkauft. So. Nee. Hier sind keine Händler. Ja, das wäre jetzt zu schön gewesen, wenn es hier Händler gäbe. Das ist aber auch eine komplizierte Stadt, hier sich zurechtzufinden. Ich kann nicht den ganzen Tag herumstehen und mit euch sprechen. Ich habe auch nicht vor, mit euch zu sprechen, werte Dame. So, was ist das hier? Alles Redoran hier. Und hier... Das ist die Arena. Ist das da? Ah, hier, HL Oms. Da müssen wir hin. Das da. Da müssen wir rein. Da müsste noch jemand sein. Ist das hier schon? Das? Jo. Hier müssen wir hinein. So, wir machen mal so, Vivek-Information. Khajiit, ich soll mit Atiranir, Khajiit und Mitglied der Diebesgilde in Khal Olm sprechen. Atiranir müssen wir suchen.
Ich weiß nicht mehr, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Hier haben wir noch nichts erkundet. Schneider- und Färberhalle. Handeln. Extravagante. Nee. Was wünscht ihr? Oh, warte, wir können der ja was verkaufen, ne? Silberlang. Nee, wir haben hier Klamotten irgendwo. Das können wir nicht verkaufen. Können wir auch nicht verkaufen. Gewöhnliche Hose. Gewöhnliche Schuhe. Billiger Lebens. Nee. Sonst haben wir hier nichts. Ja, komm. Anbieten. Kriegen wir 6 Gold. Aber okay, hier haben wir schon zumindest einen Klamottenhändler gefunden. Was gibt's denn da vorne? Da ist ja auch noch eine Tür. Bauern- und Arbeiterhalle. Möchtet ihr etwas? Nee, ich suche nur jemanden. Komm, gucken wir mal hier. Was ist denn das? Gerber- und Schürferhalle. Bauern- und Arbeiterhalle. Hütet euch! Wir dulden was hier keinen. Ich will an dir vorbei. So, dann gibt es hier auch nochmal eine Tür. Wahrscheinlich auch Gerber. Gerber- und Schürferhalle. Oh, jetzt komme ich an dem wahrscheinlich nicht mehr vorbei, ja? Wir haben ein Auge auf euch. Ja, geh mir einfach nur aus dem Weg. Dann ist alles gut. So. Brauer- und Fischhändlerhalle. Hier soll irgendwo aber eine Diebesgilde sein, oder? Gehen wir mal hier hin. Schneider- und Färberhalle wieder. Brauer- und Fischhändlerhalle. Okay, gehen wir mal nach unten. Unten gibt es bestimmt auch noch was. Kanäle. So, wie wird Information? Ich soll mit Adhiranir Khajiit mit in Heil-Olm sprechen. Okay. Wo haben wir hier einen Khajiit? Du bist Fangen kein Khajiit. Fangen wir an, Geschäfte zu machen. Fangen wir an, Geschäfte zu machen. Was für Geschäfte? Handeln? Hier, Tanto. Alkurzschwert. Warte mal, wir haben hier Eisenkurzschwert. Dann geben wir das ab und nehmen dafür das Stahlkurzschwert gleich. Stahlwurfmesser. Geben wir ab. Stahlwurfsterne. Hyras aus gekochtem Netzleder. Netzleder für Einschienen. Netzleder, Netzleder. Hier, die Dinger. Darfst du alle haben. Hier, die Kaguri-Dinger. So, 128 kriegen wir von dem. Was hat der hier im Sortiment? Eisenhellebarde. Sonst hat er nichts. Adhiranir. Diese kajitische Schleicherin, was habt ihr mit ihr vor? Wette, ihr wollt euch vor dem Zensus und Steueragent verbergen. Worum geht es? Ist wahrscheinlich hier unten in den Kanälen, ne? Okay. Warte mal. Erstmal das Ding ausrüsten. Da vorne ist ja eine Ratte. Jo, komm.
Aber wenigstens ein leichter Gegner. Nice. Und Leiche beseitigen. Mir geht es gut, danke. Was kann ich für euch tun? Asaneran Stein? Das war keine gute Idee, da reinzugehen. Geht denn hier rein? Alter, die Kanäle sind ja gruselig. Da ist wieder eine Ratte. Komm. So treffe ich die gar nicht. Ah, kurz mal auf 7, nice. So, und manche Sorgen. Und da vorne ist noch eine. Okay, hier kommen wir so nicht rum. Wir müssen da rum. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich die jetzt finde. Die können die nicht. Ah, okay. Wir müssen über den anderen Weg da hinten. Und hier haben die eine schöne Brücke immerhin gebaut. Oh, der ist wieder gespawnt. Immerhin. Ja, komm, einfach drauf gehen, ja? Und Leiche beseitigen. Schnappen wir uns die Ratte hier vorne. Oh. Gute Jagd. Hi, da haben wir sie. Wunderbar. Kaios sagte also zu euch, sprecht mit Adhiranir. Und ihr tatet, wie euch geheißen. Ihr sprecht mit Adhiranir. Doch Adhiranir wird nicht mit euch über den Nerevarin oder den Kult des Sechsten Hauses reden. Und warum wird sie das nicht? Adhiranir ist im Augenblick mit hohem Maße abgelenkt. Von einem netten Agenten der Zensus- und Steuerkommission, der ebenfalls mit ihr sprechen will. Okay. Ihr kommt von Kaios, deshalb ist es nur natürlich, dass er euch alles über Adhiranir erzählt. Dass sie eine Freundin von Kaios ist. Dass sie kleine Dinge für Kaios erledigt. Und außerdem ein Mitglied der Diebesgilde ist. Kein sehr wichtiges, aber sehr hilfreich und den anderen Mitgliedern der Gilde treu verbunden. Topkill, finstere Gestalten. Es ist nur so eine Art Interessengemeinschaft. Wir mögen die schönen Dinge des Lebens. Jene, die beitreten, müssen wissen, wie sie diese bekommen können. Und wir sind wie andere Gilden, so dass wir Ausbildung, Güter und Dienste zu günstigen Preisen bekommen. Die Gildenkämmerer? Sie kennen die schönen Dinge des Lebens und wissen, wo sie zu finden sind. Doch hört, es herrscht Krieg zwischen der Diebesgilde und der Kommuna Tong. Adhiranir ist loyal zur Gilde, denkt aber, wir können den Krieg verlieren. So, nein, Adhiranir wird nicht mit euch darüber reden, da Adhiranir durch einen lästigen Steuerbeamten sehr abgelenkt ist. Okay. Nein, Adhiranir wird nicht mit euch darüber reden, da... Ich möchte jetzt wissen, wer der Steuerbeamte ist. Ist hier nicht noch irgendwo eine Ratte gewesen? Da.
Komm. Erledigt. Beseitigt. Ja gut, dann müssen wir jetzt erstmal den Steuerbeamten finden. Die Frage ist nur, wer ist denn der Steuerbeamte? Wo finden wir den? Halt. Ah, hier. Okay, wer ist der Steuerbeamte und wo finden wir den? So. Der kann mir nichts dazu sagen. Ich will hier vorbei an hier, ja? Wahrscheinlich dort irgendwo. Sind das Vögel oder sowas? Wo geht's hier jetzt runter? Ich würde gerne hier runter gehen, ja. Ich glaube, wir müssen über die hier runter und dann rüber. So. Dann hier wieder nach Süden. Ja, hier geht's da rüber. Heftig, wie riesig eigentlich Vivek ist. Was haben die Statuen eigentlich zu bedeuten? Na los, ihr Alari. Willkommen in Vivek, Maxesodrit. Ich bin Nalosi Alari. Sucht ihr in der heiligen Stadt irgendwelche Dienste? Vielleicht kann ich euch helfen. Atiranir? Diese Schleicherin? Sie wird wahrscheinlich irgendwo hier in Hall Olms sein. Wenn ihr das Pflaster aber gerade etwas zu heiß ist, wird sie kaum in der Öffentlichkeit rumspazieren. Hört euch um, vielleicht hat jemand anderes sie gesehen. Gildenfahrer hat er direkt. Ja. Lass das Vivek so. Ne, hier steht nichts Nützliches. Halle der Weisheit. Und das hier ist Halle der Gerechtigkeit. Ich hoffe, ich darf hier auch rein. Unterirdische Kanäle. Gibt es hier irgendwen, mit dem ich reden kann? Gesetz das rein. Sprecht. Ja, so, warte mal. Hier steht jetzt auch nichts. Was mit dem? Ich werde Netalin? Euch zuhören, aber fasst euch kurz. Die neuesten Gerüchte. Was kann zwei Ordinatoren so schnell töten, dass sie nicht einem... Ja, das kennen wir schon. Die Wache in der Halle der Gerechtigkeit möchte nur ungern ihre eigenen... Ja, okay. Aber hier steht jetzt nichts über Atiranir. Was mit ihm? Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. Oder hier? Fasst euch kurz oder geht. Jemand bestimmten. Tempel. Nee.
waren wir schon. Da hinten waren wir noch gar nicht. Hütet euch. Wir dulden hier keine Männer. Halle der Weisheit? Okay. Sonst gibt's hier gar nichts, ne? Das führt in den Tempel von Vivek. Unterkünfte der Ordinatoren. Ja, sehen wir mal zu, dass wir hier wieder rauskommen. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Agenten da finde. Vom Zensus. Oder nicht, dass es heißt, dass ich jetzt nach Saidanin gehen muss, zum Zensus. Ah, das sind Blumen, okay. Das ist Vivek, der hier irgendwas erledigt, okay. Ah, und da ist der Tempel von Vivek, okay. Schrein der bewegungslosen Mons. Wie ist denn das? Dann so Indulis. Was wollt ihr? Neueste Gerüchte. Was? Ja, die erzählt genau dasselbe. Von denen kann mir keiner helfen, ne? Ordinator? Hoher Tempel? Komm, wir besuchen dann mal Vivek. Wir haben jetzt genug Zeit hier. Palastschrein. Schloss 100, Falle. Bin da noch nicht rein, okay. Wollt ihr 100 Drachen spenden, um einen Segen zu erbitten? Nein. Hier bewies Vivek seine Großzügigkeit, indem er das Wasser des Palastes mit Gold für die Armen und Notleidenden der Stadt füllte. Okay, ich komme jetzt gerade aber auch nicht weiter. Können wir vielleicht erst einmal, wenn wir hier und mit Mera Milo, Tempelpriesterin der Halle der Weisheit im Tempelbezirk. Halle der Weisheit ist ja gleich hier. Dann können wir die vielleicht zuerst machen. Sprecht zu mir. Halle der Weisheit war ja auf der Seite. Reichtum. So, wer ist denn das? Mida Arabel? Ist das Mida Arabel, den wir suchen müssen? Mera Milo. Mera Milo. Den Mene Helas? Oder geht? Hier geht's nochmal nach oben. Kanonikat. Nicht jetzt. Ich warte. Weiter. Halle der Weisheit. Gehen wir mal an der hier vorbei. Sprecht zu mir. Bleibt in Bewegung. Will doch nur vorbei. Warum quatschen die mich so von der Seite an? Hoher Tempel. Halle der Gerechtigkeit. Nicht jetzt. Geht weiter. So, Athletik haben wir schon mal aufgefüllt. Ah, ich sehe jetzt nichts. Kanonika-Quartiere. Kanonikat. Vivek Milos Quartiere.
Hütet euch. Bibliothek von Bibel. Sputet euch. Ich habe nur wenig Zeit. Nee, ich ist auch die falsche Person. Aber fasst hütet euch. Meine Zeit ist wir kostbar. Da haben wir Mera Milo. Ja, ich bin Mera Milo. Kaius hat euch geschickt. Folgt mir in den hinteren Teil der Bibliothek. Wir können uns dort unterhalten. Folgt mir nach hinten in die Bibliothek. Dort können wir reden. Hierhin wahrscheinlich, ja? Folgt die mir oder ich ihr? Meine Zeit ist kostbar. Fasst euch also kurz. So, nur zu. Ich fürchte zwar, ich weiß nichts über einen Kult des sechsten Hauses, aber ich kann euch von Nerevarine-Kult erzählen. Der Tempel verehrt Nereva als Heilige und Helden. Doch die Prophezeiungen von seiner Wiedergeburt gelten als Ketzerei. Der Nerevarine-Kult hat das Tribunal für die falschen Götter, daher die Verfolgung der Nerevarine-Kultanhänger. Eine Gruppe von abtrünnigen Priestern erkennt die Lehren des Tempels zu den nerevarinischen Prophezeiungen nicht an. Das verbotene Buch Fortschritte der Wahrheit beschreibt ihre Ansichten. Besorgt Kaius Kosaris eine Ausgabe, darin erfährt er, was sie über den Kult wissen muss. Okay, aber ich würde sagen, den Rest fragen wir mal hier in der nächsten Folge ab. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!